Oh mein Gott, haben die von Zelda geklaut? Das ist Triforce, das ist von Zelda. Oh mein Gott, League of Legends hat direkt geklaut von Zelda. Ach so, ja. Ich kenne Zelda fast gar nicht. Echt? Oh, Alter, was geht ab, Leute? Junge? Heute spielen wir Chongs Game Show. Erstmal ein bisschen saftig Burger essen. Checkt gerne das Video ab. Fitness Oscars, der Burger, der dein Leben verändert. Das ist ein anderes Video und dann zocken wir heute Chongs Game Show, die er vorbereitet hat. Die wird dann regelmäßig auf Twitch laufen, wenn wir hier ein Setup aufgebaut haben. Zum Spaß, weil wir sind verrückte, reiche Bitcoin-Leute, die nichts anderes zu tun haben. Schaut gerne vorbei. Nein, die Foundation. Alles verloren. Der letzte Drop hat schon wehgetan. Ja, ich dachte schon, was meinst du? Alles verloren. Ja, das geht noch. Alles verloren. Ja, ja, manchmal geht's auch runter. Erzähl doch den Leuten, Alter, was über dir fällt. Ist so krass. Es gibt so viele Hater, hat Hosp noch. Ich schwöre, der Arme, er tut mir so leid. Ganze Zeit hat über 3000% gemacht, Leute. Einfach Zahlen, Daten, Fakten. Bitcoin 1200, Ethereum ungefähr 1700%. Und die Leute labern ja, alle Coins gehören Hosp. Rein theoretisch hat er Zugriff auf alle. Aber somit macht er doch seine Firma Cake und so alles kaputt. Seit Tag 1. Man sieht alles auf eine Adresse. Und die Leute labern immer noch, ich schwöre. So unfassbar gierig manchmal, ist echt heftig. Und er sagt eindeutig, hey, wenn wir burnen, burnen wir alle. Ich habe wirklich keine Lust mehr auf das und so. Dass alle labern, ja, DeFi Chain gehört Hosp. Cake gehört Hosp, DeFi Chain ist eine dezentrale Kryptowährung. Mit Atomic Swap, das ist krass. Vertrauenslos Bitcoin auf DeFi Chain. Das ist so krass, Leute. Ohne Scheiß. Was sind die Karten? Das ist die Game Show, Leute. Wir haben ein Tablet, wir haben Karten, wir haben ein Buzzer. Das ist dann jetzt Asse. Ah, das wird alles dann noch drüber so, aufgebaut, sorry, das kommt noch. Asse? Ja, jeder hat doppelte. Eins ist ja eins. Wenn du mal 11 Punkte hast, hast du 11. Dann hast du 2 Asse dahin. Die doppelte ist aber nur Ass und 10, oder? Ja, für die Punkte. Ach, echt schlecht. Wie, machst du auch mit Musik, machst du auch so 3 Sekunden Clip abspielen? Oh, welcher Song ist das, oder wie? Gott! Hast du das auch, oder nicht? So was ähnliches. Okay. Das ist echt schwer, Mann. Ich, oder Song rückwärts ergarten. Es kommt doch alles. Oh mein Gott. Nein, das Problem ist, ich kenne viele, also die Songs kenne ich so an sich, aber ich weiß doch nicht, wie die heißen, Mann, oder wer die singt, oder. Das ist echt schwer. Da versage ich so hundertprozentig. Okay, jetzt sind's. Das ist ernst, oh mein Gott, ernst geklaut. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus, Mann. Show, Alter. Was geht ab, Alter, Jungs? Super Softik hier am Start mit den Teilnehmern Hoffen, Alter. Und das ist super. Und dann unser nächster Gast hier vorne, Spul und der Sponsor. Und Tati, unser Spezialkoch. Der Superkoch. Und unsere Wi-Fi-Gewinnerin. Und Tati. Das ist doch jetzt geil. Das ist geil. Okay. Okay, yo. Bist du ready, Alter? Was geht? Was? Was noch direkt ins Mitreden? Warte, was gibt's zu gewinnen? Die Show. Das Test. Erstmal ist ein Test, Mann. Erstmal ist erst mal der Testlauf. Muss einfach den Buzzer von mir. Alle die Buzzer umdrehen, dann muss er sehen, wer. Das ist schon der. Muss sie die Angst. So, nehmen. So Jungs. Und die Renditen direkt zurückzahlen. So, herzlich willkommen zu der Show. Wir spielen einmal 9 Runden heute. Was? 9 Runden. Frau, was du machst. Okay. Für 9 Runden. Einmal 5, einmal 4 und einmal 3. Ja, innerhalb von 5 Runden kriegt ihr dann 1. Das sind aber 12 Runden, ne? Nicht 9. 5, 4 und 3. Oh, stimmt, sorry. Ich muss nicht rausgehen, das hier. Was war noch zu kurz vor den Alten? Warte. Ich dachte, Laura ist dein Assistent. Ja, ich wollte dich aber nicht. Du musst aber die Kotter in die Schale kaufen. Ja, ich werde 3 Wins gewinnen. Ich bekomme so Bitcoin-Kisten, aber wir haben nur 2, deswegen. Warum musst du auch bestellen? Ja, ihr könnt innerhalb von den 5 Runden eine Münze gewinnen. Also, wer die meisten Punkte hat, bekommt eine Münze. Ja. Und diese Münze könnt ihr dann im Finale einsetzen.
mehr dazu kommt dann im Finale. Ja. Und ich check keine Ahnung. Ich check's endgut. Irgendwie 12 Runden und ja, was? 12 Runden gespielt. Ja, ja. Einmal fünf. Mit einem Zwischenstand jetzt. Und dann kannst du eine Münze, ein Bitcoin gewinnen. Eine Münze gewinnen. Genau. Weil das kannst du ein Bitcoin-Kissen gewinnen. Und die können wir im Finale sehen. Also, stell dir mal vor, Badisch hätte die Bitcoin-Münzen geholt. Oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hol sie. Ich hol sie jetzt echt. Ja, die zweite, aber ich dachte, warum? Für die Zukunft dann noch. Nein, ich weiß, es geht mir stell dir mal vor, Mann. Deswegen drei Bitcoin-Münzen brauchen wir. Ich hol sie, ich nehme die in echt Kupfer sogar mit. Oh mein Gott. Ich hab die schon zu Hause. Ich habe, glaube ich, jetzt drei Pokerchips noch dabei gehabt. Also. Ja, sonst hätten wir gar keine Münzen heute. Egal, eine Münze kann ich gewinnen. Okay, Mann. Ja. Und dann für, im Finale geht's weiter. Ja. Spiel ist es. Ziel ist es, aber im Finale rein, also wer die meisten Punkte hat, kommt ins Finale, der spielt gegen mich dann. Die Kategorie gibt es, ja, dann drehen wir das Rad, ja, und gucken und dann schauen wir die Kategorie an. Ich lese euch vor, wie die Spielregeln von diesen Spielern sind und dann wird auch gespielt. Ja. Und was ist, wenn wir eine Kategorie zweimal treffen dann? Dann spielen wir sie zweimal. Echt? Ja, spielen sie hintereinander. Kein Problem. Oh Gott, wir haben so viele Fragen hier. Das geht nur, okay? So perfekt. Dreh mal das Rad. Fängt die 10 an. Ja. Dreh das Rad. Dreh das Rad. Wer weiß denn sowas? Jetzt, was ihr jetzt braucht, ist der Buzzer. Okay. Das ist einmal der Buzzer. Oh Gott, ich komme so gut. Wer weiß man dann, hey, wer hat am schnell. Ah, du musst sehen können. Oder? Ja, entscheidet uns. Er muss sehen können. Ich seh ja, okay. Okay, wer zuerst auf den Buzzer haut und die Frage richtig beantwortet, der bekommt einen Punkt. Das war's. Okay. Okay. Oh, warte. Was passiert? Heute, ich hab's nicht mitbekommen gerade. Shit. Ja, Buzzern, beantworten einen Punkt. Das war's. Okay. Aber Frage, gibt's Minuspunkte? Nein, noch nicht. Wenn du die Frage nicht. Also müssen wir warten, bis die Frage zu Ende ist? Nee. Oder wenn du dazwischen, dann. Aber dann. Ja, wenn du drückst, dann stoppt er. Dann genau, wenn du stoppst, oder? Stopp ich, okay. Ja. Wer falsch ist, dann darf einfach die Frage nicht beantworten. Dann geht's aber. Also wisst ihr Bescheid, oder? Jawohl. Die Frage, wer drauf buzzert, antwortet. Ihr habt 3 Sekunden Zeit, das zu beantworten. Wenn ihr nicht 3 Sekunden antwortet, ja, dann ist der Zeit. Und dann ist die Frage weg oder dürft ihr anderen? Dann dürfen die anderen 3 danach. Aber dann auch mit Buzzern dann, los? Ja, klar. Okay. Okay. Erste Frage, Ladies and Gentlemen. An welchem Tag dürfen Frauen alten Traditionen zufolge einem Mann einen Heiratsantrag machen? The fuck? Hamburg. Wen hat James Earl Ray ermordet? Kann nur Tupac sein, wenn du schon fragst. James Earl. Weißt du nicht, wer hat James Earl Ray ermordet? Das ist doch offenes Geheimnis. Man denkt sogar, manche denken noch, er lebt. Heute, what the fuck, sehr wieser Typ. JFK. Falsch. Scheiße. Was? Notorious B.I.G. Du darfst nicht mehr. Wieso darf ich nicht? Du brauchst doch schon Leute. Nein. Ich schaue mal end auf so viel Laura. Nein, sag doch gar nicht. Notorious B.I.G.? Nein. Der ist doch. Nein. Wie war der Name? Wen hat James Earl Ray ermordet? James Earl Ray? Einen sehr berühmten Mann hat er ermordet. Ich bin mega dumm vor euch. Einen sehr berühmten Mann. Der Mann war sogar. Hat sogar was bewegt in der Welt. Oh mein Gott! Martin Luther King? Richtig! Hätte ich auch gesagt! Das wollte ich auch gerade. Wie, jetzt hat er den Punkt gekriegt? Ja, natürlich. Hä, du hast ihm die Tipps gegeben, nachdem wir ausgeschieden sind. Seit zwei. Hä? Wann kommen die Signale? Ich komme immer. Was war das denn? Du denkst, wie länger? Wie länger? Da kam immer mehr von ihm. Mit dem Deutschrap und so, immer mehr Tipps. Das war gar nicht so angekündigt. Gell? Ich bin eine Bauchbahn des Heiters. Wieso siehst du mich auf deiner Seite, Alter? Mein Spaß ist normal, ist okay. Ich hab mich nur echt gewundert. Mach den Punkt. Stark gewundert. Aber da habe ich mir aber auch gedacht, wo gesagt hat, er hat Angel bewegt, es gab's nur einen. Das war. Gab's nur die einen. Die erste Runde. Wer weiß denn sowas? Aber ich wusste gar nicht, dass er ermordet wurde. Habt ihr das gewusst? Aber in der zweiten Runde. Hängt doch klar. Und los geht's, Jungs! Dreh das Rad! Dreh das Rad! Rund ums Logo! Rund ums Logo, oh mein Gott, das ist ein Marken. Oh mein Gott, eins geil. Tot! Ich weiß nichts. Tot! Nein, ich mach gar nichts.
lösen wir auf. Lösen machen auf. Wir einen Beton. Frischhaltefolie. Richtig! Oh mein Gott, machst du einfach! Was ist denn. Was hast du? Frischhaltefolie! Ja, aber ich hab's nur. Geht auch, ist auch. Richtig. Ach, war das so einfach? Ich hab's aber nur erahnt, weil ich es gesagt habe. Frischhaltefolie und so habe ich gehört. Ja! Irgendwie sowas. War das so einfach? Ich hab's einfach hingeschrieben, schau. Ich wollte Alu auf. Also Alufolie. Heute, mein erster super saftiger Punkt. Sind die keine Alufolie? Okay. Woo! Vier Beutel. Na, ein Punkt hat er spielt. So, wollen wir doch. Nächstes Spiel. Toll! Dreh das! Und jetzt kommt wieder so Slogan, Scheiße, Alter. Super Brain! Oh mein Gott, das geht ernsthaft nicht mehr. Super Brain. Das geht ernsthaft. Sehr, sehr cooles Spiel. Das liebe ich auch am meisten hier. Brauchen wir einen Buzzer? Wir brauchen einmal den Buzzer. Jetzt machen wir das hier wieder aus, oder? Ich stelle eine Frage. Wer zuerst drauf buzzert, darf die Frage beantworten. Wer sie falsch hat, schaltet diese Runde einmal aus. Dann dürfen die an. Okay, kriegen wir Punktabzug bei falscher Frage? Antwort? Schade, bei dem so. Lauter Buzzer, Alter! Einmal alle Buzzer. Ja, Kabel könnt ihr wegtun. Ausschalten, um den Akku nicht zu verschwören. Ich hab's schon ausgeschaltet. Achso. Wie schaltet man den aus? Muss ich auch ausschalten. Oh. Okay. Okay. Ich fange mit der ersten Frage an. Nein. Warten wir noch, bis das die fertig ist. Wie viele Sterne hat die amerikanische Nationalflagge? Ich weiß nicht, ist es so. Ey! Ja, ich sag's aber, ich sag eine Antwort. Ja, mach! 52. Falsch. Mein Gott, Leute, wir sind im Finale. Gegen Chong, der macht's ernst gut. Der macht super krass, ich schwöre. Ich bin echt beeindruckt, ich werde doch in Chong investieren. Oh mein Gott! Finale, Jungs! Komm, ist im Finale! So, Leute! Das ist so! Oh mein Gott! Erste Show! Der Game Master konnte verteidigen! Ja, ohne Scheiß, ja, Ed unterschätzt, er ist echt überkrass schon! Knossig zweimal! Wenn wir das doch richtig aufbauen, mit den Kameras die richtigen Winkel für euch dann, mit den Einblendungen, das könnte echt krass werden! Mein Gott, auf Chong! Auf Chong, oh mein Gott, auf Chong! Auf Granano! Gäste werden folgen, alle die wir kennen. Nico darf auch mal vorbeischauen. Danke an Home, unseren Spieler, unseren YouTube-Experten und unseren anderen zweiten Teilnehmer, Marisch, unser Bitcoin-Experte, unser Spezialkoch. Danke, Jure, unser Wildcard-Gewinner. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Dreh das Rad!